Wir entfernen uns jetzt langsam von der Algarve in Richtung Nordwesten nach Villanova de Milfontes. Das ist zwischen Lissabon und der Algarve gelegen. Da vorne haben wir einen Fußballplatz, hier einen Kinderspielplatz. Hier haben wir eine Bar und oben drüber ist unser Fitnessstudio. Heute steht Beintraining auf dem Programm. Und Sadie legt jetzt mit seinem zweiten Arbeitssatz los. Was sagst du dazu? Handgelenk, Knie, Rücken, alt. Alles. Alt. Ja. Aber das Gym gefällt dir, ne? Das Gym ist sehr schön, ja. Kleines, sauberes Gym mit zwei Squat-Racks. Das Nötigste ist auf jeden Fall da. Super. Und einen schönen Ausblick nach draußen haben wir auch. Aber das richtige Surfen ist noch mal ein bisschen anstrengender. War es noch anstrengender? Na klar. Ich glaube auch. Haben wir in Mexiko ja gesehen. Aber ich denke, hier wird nochmal eine ganz andere Nummer sein wie Mexiko. Auf jeden Fall. Den Wellen hier schon krass. Viel Spaß. Komm, zeig mal, was du drauf hast. Die hat dich echt mitgerissen, ne? War eine gute Welle, oder? Hast du gut erwischt? Das ist so anstrengend. Ich kann nicht mehr, mir ist so kalt. Es ist kalt im Wasser? Aber macht Spaß, ja. Sehr, sehr kalt. Wirklich kalt. Also bislang unsere Nummer 1, würde ich sagen, von den ganzen Stränden und Buchten. Hier vorne, die Wellen sind absolut geil zum Surfen. Mit dem Bodyboard. Und die Felsen hier sind auch echt geil. Windstill, warm und ja, auf jeden Fall die beste Bucht bis dahin. Musik.
just for a moment. Just for a moment. Lost in the moment. Skies in violet. Just for a moment. No more violence. Just for a moment. Ja, in diesem Ort die Unterkunft ist echt besser als die andere zuvor, oder? Und auf jeden Fall besser als das Zelt auch. Definitiv besser. Man kann vernünftig schlafen in dem Bett. Im Zelt nicht so sehr? Und man hat nicht so kalt abends. Muss nicht so viel Klamotten anziehen. Und das Auto ist aufgeräumter, ne? Das Auto ist aufgeräumter, ja. Heißt das auch. Obwohl das Zelt auch gar nicht so schlecht ist, muss man sagen. Das finde ich auch. Ist auch okay. Ja, hier haben wir auf jeden Fall mal wieder ein ordentliches Bett. Und Devi hat auch ein ordentliches Bett. Wir bleiben jetzt hier für ein paar Tage. Ungefähr 5-6 Tage bleiben wir hier. Und dann werden wir nach Sintra hochfahren. In den Norden über Lissabon. Und da werden wir dann wieder zelten gehen, auf jeden Fall. Du bist auch zufrieden mit der Wohnung, Emily? Oder fandst du die erste Unterkunft besser? Ich bin mit dieser Wohnung zufrieden. Obwohl du ein Schlafsofa hast, nur? Ja. Trotzdem besser als die erste Unterkunft? Ja.